ist ein gigantischer Berg Meeresfrüchte. Krustentiere. Du sitzt einfach nur da und stopfst dich voll. So macht man das hier. Das ist hier so üblich. Ich habe mir das leidenschaftlich gewünscht. Und um ehrlich zu sein, habe ich die anderen damit ganz schön genervt. Tag für Tag. Wann kriege ich meine Platte mit Meeresfrüchten? Wann kriege ich endlich die Krustentiere? Heute ist der große Tag. Ich bin noch mal am Hafen von Billon. Das Restaurant Chez Jacques. Lasst den Wahnsinn beginnen. Schnallt euch an. Krempelt schon mal die Ärmel hoch. Ob das reicht? Besorgt schon mal ein größeres Boot. Voilà. Ob mir das reicht? Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich wollte eine große Platte. Eine große. Womit fange ich an? Mit den Austern. Jetzt eine Meeresschnecke. Sieht aus wie ein Alien. Die bescheidene Uferschnecke. Nicht hübsch, aber gut. Sieht aus wie ein Popel. Erinnert zumindest daran, wenn man sie aus dem Gehäuse zieht. Der kleine Timmy McMasters hat das in der Schule immer gemacht. Der hat seinen Finger bis zum Anschlag in die Nase gesteckt. Und was er dann rausgezogen hat, sah aus wie das hier. Hat er dann auch gegessen. Hat aber nicht so gut geschmeckt, Timmy. Ein Kaisergranat, die Mini-Ausgabe eines Hummers. Man bricht die kleinen Beine ab. Akustisch interessant, so ein Essen. Die Schalen knacken, wenn man ans Fleisch will. Nicht schön, aber wichtig. Rein mit den Fingern und den Rest rausgeholt. Hier liegt der Schatz begraben. Bei diesen Tieren schmeckt das Rückenfett besonders gut. Das ist das Tollste überhaupt. In der nächsten halben Stunde ist nur das Schlürfen von Austern zu hören und das Knacken der Krabbenscheren. Noch ein bisschen zartes, süßliches Hungerfleisch. Das lange Warten hat sich gelohnt.